Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, was ihr tun könnt, wenn euer Samsung Galaxy A05s nicht mehr laden sollte. Wenn nichts helfen sollte, kontaktiert auf jeden Fall den Kundendienst. Die können euch dann bestimmt weiterhelfen, jedoch kann man denen dann wenigstens schon mal sagen, was man schon alles probiert hat. Und meistens hilft einer dieser Tipps, um das Problem auch einfach selber beheben zu können. Zuallererst natürlich das Gerät mal aus- und wieder anschalten. Das machen wir hier über die Seitentaste. Da klicken wir lange drauf und können dann hier entweder neu starten oder ausschalten. Und dann genauso wieder anschalten. Wenn man das Gerät jetzt schon länger irgendwie durchgehend anhatte, kann das schon manchmal den Fehler beheben. Ansonsten natürlich prüfen, ob zu Hause der Strom intakt ist, wo man das Gerät immer auflädt, mal irgendwie was anderes reinstecken, Tischventilator oder was auch immer, und so eben prüfen, ob der Strom intakt ist. Des Weiteren können wir schauen, ob sowohl das Netzteil oder das Kabel defekt ist. Also beides jeweils mal austauschen, das heißt, benutzt euer Netzteil mal mit einem anderen Kabel oder euer Kabel mal mit einem anderen Netzteil, um so eben ausschließen zu können, dass eines der beiden defekt sein sollte. Ansonsten kann man auch mal die Eingänge prüfen. Und zwar, wenn wir hier mal schauen, kann sich hier oftmals irgendwie Hausstaub oder sowas befinden, der eben die Kontakte blockiert. Da können wir mal mit so einem Holzstäbchen oder sowas vorsichtig reingehen und so eben den Dreck rausholen. Da würde ich auf jeden Fall von Metallgegenständen abraten, die auch die Kontakte kaputt machen könnten. Aber ansonsten hilft das auf jeden Fall schon sehr. Das kann man natürlich auch genauso beim Kabel machen hier oben, aber auch beim Handy hier unten beim Eingang. Wenn das Handy sich oft in der Hosentasche oder so befindet, dann sammelt sich das schnell mal direkt drinne und man wundert sich, was dann da alles rauskommt. Also bei mir ist das oftmals der Fall, dass eben hier was blockiert ist und so kann man es eben vorsichtig rausholen. Wenn nichts helfen sollte, haben wir immer noch die Option, das Handy mal komplett zurückzusetzen. Und zwar, wenn wir nach ganz unten gehen, haben wir hier die allgemeine Verwaltung und hier unten dann zurücksetzen. Hier können wir ganz unten auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden jedoch alle intern gespeicherten Daten, einschließlich Dateien und Apps und Bilder und so weiter, gelöscht. Also sichert eure Daten dann auf jeden Fall irgendwie extern oder in der Cloud oder sowas, weil dann ist wirklich alles weg. So habt ihr jedoch ein ganz frisches Handy und es kann sein, dass das Problem dadurch behoben wird. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn euer Samsung Galaxy A05s nicht mehr laden sollte, dann hinterlasst uns sehr gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.